Irgendwo in Amerika. In einer Stadt namens Midland City. Mr. Hoover, Ihr Frühstück für Helden! Gibt es einen Mann, dem jeder vertraut. Ich vertraue ihm. Und den jeder bewundert. Dwayne Hoover, Dwayne Hoover. Weil das da ist Dwayne Hoover im Fernsehen. Man weiß, wer Sie sind. Dwayne Hoover hat es alles. Der beste Arbeitgeber in der ganzen Stadt. Ihr typisches Lächeln. Ich liebe es. Aber auf der Suche nach dem Sinn des Lebens verliert er beinahe seinen Verstand. Dwayne Hoover, bist du noch bei mir? Das siehst du doch, aber du scheinst langsam den Verstand zu verlieren. Dwayne! Weil in Midland City... Ich weiß ein paar Sachen, da würden Sie glatt ohnmächtig werden. Ich stehe permanent vor einer Ohnmacht, das muss aufhören. Jeder seinen eigenen Zeitplan hat. Falls Sie irgendetwas brauchen sollten, und ich meine ganz egal was. Diesen Leuten kann man nicht über den Weg trauen. Kann man wohl sagen. Jeder seinen Grund. Wir sind gleich wieder da, Freunde, wir fahren nur zur Bank. Vielleicht nehmen wir unterwegs noch einen Snack. Am gestrigen Tag. Oh, jawohl, zeig's Ihnen, Mann, Großer. Aber nur ein Mann. Kilgore Trout. Kilgore Trout? Weiß die Antwort. Wer bin ich? Wenn Sie die Antwort wüssten, dann gäbe es doch keine Fragen mehr. Summit Entertainment und Flying Heart Films präsentieren... Hast du irgendwelche Probleme? Ja. Eine Geschichte über die Suche nach allem, was Sie über das Leben wissen wollen. Dwayne weiß es. Alle Welt weiß in es. In einer Stadt, von der man nicht weiß, ob sie je existierte. Wo bin ich? In Midland City. Was ist denn nur los hier? Hey! Kurt Vonneguts Bestsellerroman. Bruce Willis, Albert Finney, Nick Nolte, Barbara Hershey, Lucas Haas, Omar Epps und Glenn Hadley. Sie müssen nicht verrückt sein, um hier zu arbeiten, aber... Nein! Es hilft bestimmt. Ich will wissen, was er damit gemeint hat. Ein Alan Rudolph-Film. Breakfast of Champions.